Deponia, Folge 26. Willkommen zurück. Wir sind gerade ein bisschen am Überlegen, was wir hier machen können. Ist es gar kein Hotspot mehr? Ah, okay, also den haben wir schon auf jeden Fall hundertprozentig richtig eingebaut. Wir müssen das Mine-Bike irgendwie drehen, aber wie? Können wir eigentlich die... Nee, das haben wir schon ausprobiert. Können wir das hier irgendwie auseinandernehmen nochmal? Hm, da sind tatsächlich ein paar Achtkantschrauben locker. Ach, ich lasse es mal drauf ankommen. Natürlich. Wir haben eine leere Flasche. Den Hebel können wir nicht bewegen. Aber ich probiere es nochmal kurz. Ich bin Profi darin, das Pferd von hinten aufzuzäumen. Aber in diesem Fall ist das Zaumzeug richtig rum. Das Pferd steht nur verkehrt. Nein, ich will... Verdammt. Ohne mein Bike passiert da nichts. Okay, probieren wir es nochmal. Steigen wir da nochmal ein. Okay. Müssten wir es auf die anderen Gleise prinzipiell bringen. Bringt das jetzt was mit dem Hebel? Ah. Ah, guck mal an. Ich bin schon so ein helles Köpfchen. So, let's go. So, dann gehen wir mal hier rein. Und dann schnappen wir uns mal Goal. Das wird ein Kinderspiel. Ready? Go! Mist. Ach, verdammt. Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Da sind bestimmt diese Minengase. Wie hält Doc das nur aus? Ach, am besten frage ich ihn mal. Hä? Wieso geht denn das jetzt nicht? Tja, aber wir tun mal, was Rufus sagt. Fragen den Doc nochmal. Hallo. Hm? Was? Oh, hallo. Ich habe noch... Immer her. Doc, ich bin zu unruhig. Das merkt man. Sieh dich doch nur an. Die Hände, die Augen, die Frisur. Du solltest etwas dagegen unternehmen. Unrast ist des Bastlers Tod. Wenn ich unruhig bin, dann meditiere ich immer. Meditiere? Ja. Probier's einfach mal aus. Also, leg dein Bein hinter den Kopf und fixiere einen Punkt am Horizont. Warte, ich mach's dir vor. Au! Fixiere den Horizont. Das ist Doc, Schrotthändler, Bastler, Neurochirurg, Schnacker. Okay, wir haben ja ein Bein. Fixiere den Horizont. Können wir das irgendwie da... Da liegt das ihn schon genug schautlich wirken. Ja, mach ich doch. Gut so. Ah. Siehst du, wie alles schärfer wird und die Farben kräftiger? Ich habe diesen blauen Mast dort fixiert. Nun lasse ich meine Augen nach Osten wandern, bis ich etwas Rotes sehe. Jetzt geht es weiter nach Süden. Und dann in gerader Linie zu diesem gelben Ding da. Und dann schließlich, ich bin ja schon ganz vertranced. Auf jeden Fall musst du der Welt dann mitteilen, wer du bist. Ich bin ein Fluss. Anschließend nehme ich noch einen tiefen Schluck aus meinem Flachmann und schon bin ich ganz relaxed. Alles verstanden? Okay. Und was wird? Ich kann also lassen. Okay. Also. Bis zum Horizont, Tetan. Es wird Zeit, dass ich hier abhau. Da waren ja gerade diese komischen Buchstaben. Können wir das nochmal machen? Hm? Oh. Ich habe immer hier. Aber noch nicht.
Was ist denn los? Du fixierst ja mit einem unendlich langen Hebel und einem fixen Punkt. Könntest du? Ja, ja und so weiter. Ich brauche keinen... Natürlich. Okay, such also dir einen noch. Punkt am Horizont und fixiere. Gut so. Siehst du, wie alles schärfer wird und die Farben kräftiger? Ich habe diesen blauen Mast dort fixiert. Nun lasse ich meine Augen nach Osten wandern, bis ich etwas Rotes sehe. Jetzt geht es weiter nach Süden. Und dann in gerader Linie zu diesem gelben Ding da. Und dann schließlich... Ich bin ja schon ganz vertranst. Auf jeden Fall musst du der Welt dann mitteilen, wer du bist. Ich bin ein Fluss. Ha. Anschließend nehme ich noch einen tiefen Schluck aus meinem Flachmann und schon bin ich ganz relaxed. Alles verstanden? Okay, also... Ha. Wir müssen irgendwas aus diesen Buchstaben da rauskriegen. Aber wie? Ich probiere es nochmal. Er fängt an mit, ich fixiere diesen blauen Mast dort. Dann nehme ich mal an, dass er hier diesen Turm meint, oder? Und wenn mir dann den Buchstaben so folgt... So. Lass ihn. Gut so. So. Siehst du, wie alles schärfer wird und die Farben kräftiger? Ich habe diesen blauen Mast dort fixiert. Was ist da oben? Nun lasse ich meine Augen nach Osten wandern, bis ich etwas Rotes sehe. Jetzt geht es weiter nach Süden. Und dann in gerader Linie zu diesem gelben Ding da. Und dann schließlich... Ich bin ja schon ganz vertranst. Auf jeden Fall musst du der Welt dann mitteilen, wer du bist. Ich bin ein Fluss. Ha. Check's immer noch nicht. Anschließend. Warum können wir denn da nicht was abfüllen? Ich verstehe es wirklich nicht. Jetzt mach mal. Du kannst ja, das heißt aber nicht. Also er gibt ja so eine Richtung vor. Aber ich frage mich halt, ich check's gerade nicht so ganz. Warum können wir es eigentlich nicht einfach so machen? Mast. Verstehe es noch nicht so wirklich. Er fixiert den blauen Mast. Das Einzige, was so mastig blau aussieht, ist das I hier. Und dann aber nach Osten, da geht's ja nicht weiter. Bis er was Rotes sieht, dann nach Süden und dann weiter bis zu dem gelben Ding. Das sind vier Sachen. Zuerst ist der blaue Mast, dann nach Osten, bis was Rotes kommt, dann nach Süden und dann das gelbe Ding. Jetzt nochmal. Hallo. Tut mir leid, aber das ist. So, das müssen wir einfach so machen. So, also wo ist hier ein blauer Mast? Siehst du, wie alles schärfer wird und die Farben kräftiger? Ich habe diesen blauen Mast dort fixiert. Nun lasse ich meine Augen nach Osten wandern, bis ich etwas Rotes sehe. Nur F, L. Jetzt geht es weiter nach Süden. Und dann in gerader Linie zu diesem gelben Ding da. Und dann schließlich... Ich bin ja schon ganz vertranst. Auf jeden Fall musst du der Welt dann mitteilen, wer du bist. Ich bin ein Fluss. Hä? Alles ver... Check ich nicht. Ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Das Problem ist, dass wir sonst noch nichts machen können. Wir gehen mal nochmal nach oben. Hier gab es nichts mehr, oder? Nee. Das ist ja auch egal, ob wir dahin zurück oder dahin zurückgehen, ja. Wir sehen von hier so nichts anderes. Nee. Ha.
Wisst ihr was? Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, deswegen würde ich sagen, mache ich mal hier einen ganz kurzen Cut und schaue mir nochmal dieses Rätsel an, ein paar Mal, weil ich will euch jetzt nicht unbedingt 10-mal dieses Rätsel zeigen, dieses Gemeditiere. Wir sehen also uns also in einer Sekunde wieder und vielleicht bin ich bis dahin schlauer. Bis gleich. Zack, da bin ich schon wieder. Ja, nach langem Rumprobieren und Rumgemeditiere habe ich leider feststellen müssen, dass ich den total falschen Ansatz verfolgt habe. Ich habe hier ewig in diesen Buchstaben irgendwelchen Sinn gesucht und habe dann, weil ich so verzweifelt war, nachgucken müssen. Und es ist total easy eigentlich, oder man muss draufkommen. Also, hallo, wir müssen jetzt hier mit ihm sprechen und dann soll er uns das nochmal zeigen. Und währenddessen ist er abgelenkt. Und jetzt guck mal, was wir hier machen können, während er meditiert. Hier einen Punkt am Horizont und fixiere ihn. So. Zack, jetzt haben wir den Schnaps. Schnelle seiner ruhigen Hände und seines schlechten Atems. Such dir genau, jetzt haben wir hier den Schnaps. Und fixiere ihn. Toller Jager! Lass ihn einfach auf dich wirken. So, also wir haben jetzt den Schnaps. Und dann können wir nämlich gehen. Wir müssen das Ganze nämlich hier machen, bevor wir da rummachen. Und was jetzt noch eine andere witzige Sache, wir müssen, ich hatte die Idee ja schon. Und hier, er hat zwar auch so noch gesagt mit der Ablage, wir können diesen Skelettfuß dahin machen, dann haben wir den Fuß hinter uns. Ich wusste es immer, man braucht kein Yoga, wenn man Erfindungsreichtum hat. Das stimmt. So, dann hauen wir uns nochmal den Fusel rein. Fusel, die Quelle seiner ruhigen Hände und seines schlechten Atems. So. Dann können wir. Mist. Aber nein. Jetzt. Nein. Ach. Ich habe vergessen, den Horizont zu fixieren. Der Doc hat mich belogen. Ich habe doch alles richtig gemacht, oder? Nein, nein, nein. Also nochmal. Nee, zuerst Horizont fixieren. Check. Horizont fixieren. Check. Und los. Ach so, ich dachte, ich darf noch saufen. Ach. Sind da auch so? Ah, oh, okay. Bin ein. Ein. Was? Oh. Okay, okay, was hat er gesagt? Zuerst der blaue Mast. Wo ist hier ein blauer Mast? Ich habe keine Ahnung. M, dann nach Osten, bis was Gelbes kommt. Nach Süden. Mumm. Was war das letzte? So weit. Nein, Quatsch. Bis was Rotes kommt, was, oder? Mumeo, oder? Mumeo! Ich bin ein Mumeo! Yeah. Ich bin schon viel ruhiger. Yeeha! Hä? Warum zittert mein Bein denn so? Ich bin doch ein Mumeo. Vielleicht war das doch nicht richtig. Okay, dann war es nicht Mumeo. Na, dann halt nochmal. Bein hinterm Horizont. Also, warte mal. Er fixiert das hier. Wo ist hier ein blauer... Also, das kann ja nicht sein. Das ist ja ein völlig anderes Panorama, oder? Als da drüben. Nach Osten, bis was Rotes kommt. Bis nach Osten, bis da hinten ist nichts Rotes. Scheiß drauf. Ich bin doch ein Mumeo. Okay, dann nochmal. Ist mir jetzt scheißegal. Ich probiere das. Hallo? Wo willst du denn jetzt hin? Du sollst da rein? Tut mir leid, aber ich habe jetzt wirklich keinen Kopf, das jetzt hier ewig. Mist. Aber nein, das wollte ich eigentlich auch nicht machen. Nein, das wollte ich auch nicht machen. Nein, 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 nein. Stopp. Auf. Schluss. Aus. Ende. Ja, ja, so nochmal. Aber ohne Mumpi, so wie ich mein Glück kenne, ist das Letzte, was wir ausprobieren. Und nun? Ich glaube, es funktioniert. Zumindest meine Stimme zum Gang holen. Auf dich! Toller Jahrgang!
Ja, dann. Jetzt aber. Ruhig. Yes! Oh, Fuss! Yeah! Ja, super. Das hätten wir dann soweit. Können wir den Knochen eigentlich mitnehmen? Nee. Steigen wir jetzt ins Mein Bike. So, genau, das passt ja alles. Und können wir dann direkt losfahren? Wahrscheinlich nicht, oder? Ah ne, dann fahren wir einfach nur diese Runde. Okay, dann müssen wir jetzt noch irgendwie rausfinden, wie wir das hier so entsprechend stellen, dass wir überhaupt mal von hier wegkommen. Aber das würde ich sagen, sind dann alles Sachen, die wir in der nächsten Folge erledigen. Immerhin haben wir Goldmar hierher geschafft. Sicher genug. Es kann losgehen. Festhalten, absolut. Schätzchen. Von der Fahrt wirst du noch unseren Enkelkindern erzählen. Genau, das machen wir aber alles in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch da wiederzusehen. Bis dahin, tschüss, bye bye.